بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister im Islam, auch für diejenigen, die jetzt die Live-Übertragung verfolgen, durch die Verschiebung des Isha-Gebetes fangen wir jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen immer etwas später an. Und bis wir dann insha'Allah ta'ala dann wahrscheinlich in drei Wochen nach dem Maghrib-Gebet mit dem Unterricht beginnen werden. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, dass wir das nicht vorher angesagt haben, aber durch das Isha-Gebet geht das momentan leider nicht anders. Surat al-Mutaffifin. Heute, insha'Allah ta'ala, beschäftigen wir uns in unserer Reihe, die wir endlich wieder fortsetzen, über die Suren des Koran und die Themen der Suren des Koran und dem Aufbau der Suren des Koran mit Surat al-Mutaffifin, Sura Nummer 80. Surat al-Mutaffifin ist für die mekkanischen Suren eine Sura, die schon etwas länger ist. Wir haben uns ja mit diesen kurzen Suren beschäftigt und auseinandergesetzt. Und meistens handelt es sich hierbei um frühmekkanische Suren. Das heißt Suren, welche relativ früh, chronologisch gesehen, in Mekka offenbart wurden. Welche die Aufmerksamkeit der Menschen auf den Koran lenken sollten, weil der Koran etwas Neues gewesen ist. Surat al-Mutaffifin ist nach einigen Gelehrten noch eine mekkanische Sura, nach anderen Gelehrten schon eine medinensische oder medinische Sura und nach einer dritten Gruppe von Gelehrten eine Sura, welche zwischen Mekka und Medina offenbart wurde. Also wir haben hier drei Meinungen. Einmal mekkanisch, weil die Themen, die in dieser Sura angesprochen werden, auch mit der mekkanischen Phase etwas zu tun haben. Insbesondere das letzte Viertel der Sura. Wir kommen gleich auf den Aufbau der Sura zu sprechen, welche wir in vier Abschnitte unterteilen können. Und im vierten Abschnitt dieser Sura haben wir ein typisch mekkanisches Thema, nämlich die Unterdrückung und die Verspottung der Gläubigen durch die Ungläubigen. Aber gleichzeitig haben wir auch ein Thema in dieser Sura, welches insbesondere die Medinenser betroffen hat. Und welches Thema ist das? Es handelt sich um den sogenannten Tatfif. Und deswegen wird die Sura auch Mutaffifin genannt. Und Tatfif, und wir kommen gleich auf die nähere und genauere Bedeutung von Tatfif zu sprechen, bedeutet so viel wie das Maß kürzen. Das heißt, dass ich im Handel betrüge und schummele. Und die Medinenser, bevor die Muhajirun und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankamen, waren dafür bekannt gewesen, dass sie beim Handel geschummelt haben. Weshalb viele Gelehrte gesagt haben, diese Sura ist medinensisch, weil sie nämlich ein Thema anspricht, was insbesondere für die Medinenser wichtig gewesen ist. Natürlich können wir nicht ausschließen, dass auch in Mekka geschummelt und betrogen wurde beim Handel. Zumal ja auch Mekka eine Handelsstadt gewesen ist. Also man könnte dieses Thema sowohl auf Medina als auch auf Mekka beziehen. Und dementsprechend haben einige Gelehrte gesagt, diese Sura ist höchstwahrscheinlich eine Sura, welche entweder kurz vor der Hijra oder kurz nach der Hijra oder vielleicht sogar in irgendeiner Weise dazwischen oder teils in Mekka und teils in Medina offenbart wurde. Weil das kann nämlich auch sein, dass eine Sura nicht vollständig in der medinensischen Phase oder in der mekkanischen Phase offenbart wurde, sondern dass einige Verse in der mekkanischen Phase offenbart wurden
Und andere Verse in der medinensischen Phase, aber Allah subhanahu wa ta'ala, dessen Worte ja zeitlos sind, von vornherein vorgesehen hat, dass diese Abschnitte zusammengehören in ein Kapitel. Und wir werden gleich sehen, insha'Allah ta'ala, dass selbst wenn wir sagen sollten, der letzte und vierte Abschnitt dieser Sura ist ein typisch mekkanischer Abschnitt. Und er wurde in Mekka offenbart, um noch einmal aufzuzeigen, dass die Gläubigen eines Tages die Erfolgreichen sein werden, sodass sie Geduld haben und nicht aufgeben durch die Verspottung der Muschrikun und ihre Verfolgung der Gläubigen. Hat Allah subhanahu, sehen wir trotz alledem, dass dieser letzte Teil in sehr stark zusammenhängt mit dem Rest der Sura. Auch wenn es augenscheinlich zunächst erst einmal vielleicht nicht so deutlich sein mag. Auch wenn wir sagen sollten, der Rest der Sura wurde in Medina offenbart, also die ersten drei Abschnitte, und der letzte Abschnitt wurde in Mekka offenbart, werden wir sehr, sehr schnell erkennen, dass trotz alledem alle vier Abschnitte zu einer Einheit gehören. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns damit etwas sagen möchte. Und als ich heute mich nochmal vorbereitet habe, dann habe ich auch wieder gemerkt, subhanallah, der Koran ist wahrhaftig das Wort Allahs. Es gibt keinen Zweifel daran. Man kann kein Wort mit einem anderen austauschen. Es geht nicht. Jedes Wort ist an seiner richtigen Stelle. Und wir hatten gestern in Masjid Dar es-Salam den Unterricht gehabt über einen Vers aus Surat Al-Ma'idah, Vers Nummer 8, in dem Allah subhanahu wa ta'ala zu den Gläubigen spricht: Ya ayyuha alladhina amanu, kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. O die ihr glaubt, seid Wahrer der Sache Allahs, Zeugen für die Gerechtigkeit. Und es gibt einen ähnlichen Vers in Surat An-Nisa, ich glaube 135, in dem Allah Ta'ala sagt: Ya ayyuha alladhina amanu, kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah. Genau umgekehrt. O die ihr glaubt, seid Wahrer der Gerechtigkeit, Zeugen für Allah. Zwei Verse, die unglaublich ähnlich klingen. Und wo man sich sagen könnte, ist es jetzt ein Zufall, dass Allah Ta'ala in dem einen Vers zuerst die Gerechtigkeit erwähnt, während er in dem anderen Vers zuerst die Sache Allahs erwähnt und dass wir Wahrer für die Sache Allahs sein sollen? Nein, das ist kein Zufall. Sondern es ist so gewollt. Weil der Kontext in Surat An-Nisa ein Kontext ist, in dem es um das Richten geht über die Menschen und zwischen den Menschen und das Urteilen. Und dementsprechend hat Allah Ta'ala was zuerst erwähnt? Dass wir Wahrer der Gerechtigkeit sein sollen. Während es in Surat An-Nisa um das Bündnis geht, welches Allah Ta'ala mit den Menschen eingegangen ist. Und dementsprechend Allah von uns verlangt, dass wir Wahrer der Sache Allahs sein sollen. Also des Bündnisses, welches wir mit Allah subhanahu wa ta'ala eingegangen sind. Und daran können wir erkennen, das ist kein Zufall. Das ist das Wort Allahs. Und der I'jaz, der Wundercharakter, liegt ja darin, dass niemand das Wort Allahs nachahmen kann oder imitieren kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen herausfordert. Der Wundercharakter des Korans liegt unter anderem darin, dass der Koran in einem Zeitraum von 23 Jahren offenbart wurde und trotz alledem alles am Ende eine Einheit darstellt. Und wir hatten, falls ihr euch erinnern könnt, in der letzten Woche, als wir über das Buch von Al-Maqdisi sprachen, über die Tazkiya, die Charakterreinigung, Muhtasar min Hajj al-Qasidin, so am Rande etwas erwähnt gehabt, als wir über die Weisheiten und die Geheimnisse der Gebetsstellungen sprachen. Da hatten wir gesagt gehabt, es ist merkwürdig, dass der Autor nicht auf alle
Gebetsstellungen eingegangen ist. Und da hatte ich ja so am Rande gesagt, es könnte sein, dass er einfach nicht fertig geworden ist oder es vergessen hat oder ähnliches. Und das findet man sehr, sehr häufig in Büchern. Dass da irgendwas nicht stimmt. Irgendwie hat man das Gefühl, da ist was vergessen worden. Egal wie brillant der Autor ist, egal wie gut der Autor ist, er sagt zum Beispiel, ich werde darauf noch einmal eingehen. Das findet man sehr, sehr häufig. Und dann geht er nicht nochmal darauf ein. Er vergisst es einfach. Er ist ein Mensch. Und hier wurde etwas offenbart in einem Zeitraum von 23 Jahren. Ganz unterschiedliche Situationen. Ganz unterschiedliche Umstände. Es wurde nicht mal in dem Sinne in einem Buch aufgeschrieben, sondern es war verteilt gewesen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er konnte nicht lesen und nicht schreiben. Er hatte zwar Offenbarungsschreiber, aber wir wissen, dass nicht einer alles aufgeschrieben hat, sondern immer mehrere hatten einen Teil vom Koran gehabt. Also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn wir ihn jetzt einfach mal nur als Mensch betrachten, nicht als Prophet, er hätte das gar nicht nochmal überprüfen können. Und selbst wenn ich alles im Kopf haben sollte, ich kann den, nehmen wir an, man kann den Koran auswendig, ist es noch etwas anderes, wenn ich etwas auswendig kann, als wenn ich hier nochmal nachschlagen kann, überprüfen kann, hinausschreiben kann, vergleichen kann. All das war nicht vorhanden gewesen. Und trotz alledem stimmt alles miteinander überein. Und trotz alledem bildet alles am Ende eine Einheit. Und trotz alledem ist jede Sura noch einmal für sich eine Einheit. Und sind alle Suren zusammen eine große Einheit, nämlich die Einheit des Korans. Und wenn das kein Beleg dafür ist, dass es sich hierbei um die Worte eines Weisen handelt, nämlich die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, dann weiß ich nicht, was man noch für einen Beleg benötigt. Und deswegen ganz, ganz wichtig, dieses Mekkanisch-Medinensisch, das sind wichtige Mabahis, das heißt wichtige, Forschungsbereiche, mit denen sich ein Muslim beschäftigen muss. Weil auch dies deutet noch einmal auf diesen I'jaz-Charakter, den Wundercharakter des Korans hin. Kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala, zu Surat al-Mutaffifin. Es gibt also unterschiedliche Auffassungen darüber, inwiefern Surat al-Mutaffifin eine mekkanische oder eine medinensische oder teils mekkanisch und teils medinensische oder sogar dazwischen geoffenbarte Sura ist. Aufgrund der verschiedenen Themen, welche in dieser Sura angesprochen werden. Und jetzt beginnt Allah subhanahu wa ta'ala im ersten Abschnitt über das Thema zu sprechen, nachdem diese Sura benannt wurde. Und wir wollen uns diesen ersten Abschnitt anhören. Und zwar beginnt er mit einem furchterregenden Wort. Mit dem Wort Wail. Wehe. Wailul lil mutaffifin. Wehe den das Maß kürzenden. Alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun. Die, wenn sie sich von den Menschen zumessen lassen, sich volles Maß geben lassen. Wa idha kaluhum awwazanuhum yukhsirun. Wenn sie ihnen aber zumessen oder wägen, Verlust zufügen. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Glauben jene nicht, dass sie auferweckt werden? Liyawmin 'azim, zu einem gewaltigen Tag. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin, am Tag, da die Menschen sich um des Herrn der Weltenbewohner willen aufstellen werden. Das ist der erste Abschnitt der Sura. Worum geht es in diesem ersten Abschnitt? Es geht um genau dieses Thema, was wir gerade angesprochen hatten, um das Schummeln. Was ist aber At-Tatfif? At-Tatfif bedeutet, dass ich etwas geringer mache, als es in Wirklichkeit ist. Ob es eine Maßeinheit ist oder ob es eine Gewichtseinheit ist. Ein Naqs, ein Haqq al-Miqdar, fil Mawzuni au al-Makil. Ja, dass ich sozusagen ein wenig, was man auch vielleicht nicht merkt, ja, versuche zu schummeln.
etwas sozusagen für mich zu behalten, was eigentlich dem anderen gehört. Und das kommt von dem Wort Taffafa. Und davon lässt sich dann auch etwas ableiten, nämlich At-Tufaf. Und At-Tufaf bedeutet so viel wie das, was noch sozusagen übrig bleibt in einem Eimer, ja, an Wasser. Es sind ein paar Tropfen. Es sind ein paar Tropfen, die übrig bleiben. Ja? Aber genau diese Tropfen, die behalte ich für mich. Ich habe es ausgekippt, aber die behalte ich für mich. Und genau darum geht es beim Tatwif. Es geht hier gar nicht um einen großen Betrug, sondern es geht hier wirklich nur um kleine Mengen, welche für mich zurückbehalte, die man vielleicht nicht einmal beachten würde, wenn man beispielsweise einen Eimer auskippen würde. Das ist die Grundbedeutung von At-Tatwif. Also die Mutaffifin sind diejenigen, welche ein wenig, und zwar versuchen sozusagen so retuschiert wie möglich, so unauffällig wie möglich, für sich zu behalten, wenn sie etwas verkaufen, aber welche gleichzeitig, wenn sie etwas kaufen, verlangen, dass sie mehr bekommen oder zumindest ihr volles Recht erhalten. Und genau das ist es, was Allah subhanahu wa ta'ala hier anspricht. Es ist unglaublich, wenn man mal überlegt. Allah spricht hier keinen großen Betrug an. Allah spricht hier lediglich an, dass ich ein bisschen schummele. Ich habe ein Auto, was ich verkaufe, und da sind ein paar Mängel. Aber die retuschiere ich. Ich zeige das nicht an. Das ist Tatwif. Und ich verkaufe das so. Der merkt das nicht. Ja? Der denkt, es ist alles in Ordnung. Aber es ist nicht alles in Ordnung. Ich habe eine Wohnung, die ich verkaufe. Ich habe alles schön gemacht, aber ich weiß ganz genau, dahinter sind Mängel. Hinter der Wand. Ich habe die einfach nur übermalt. Der merkt es ja nicht. Erstmal nach außen sieht alles toll aus. Und ich verkaufe ihm das. Diese Wohnung, diese Immobilie. Und ich mache dadurch natürlich mehr Geld. Aber ich habe nicht auf die Mängel hingewiesen, die versteckt sind. Und genau das ist es, worum es geht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, wehe ihnen. Und nicht nur das. Schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen Angst macht vor solch einem Vergehen. Erstens, er beginnt mit wail, wehe. Und das sagt Allah ta'ala nur bei großen Angelegenheiten. Wailul lil musallin. Surat al-Ma'un. Surat al-Ma'un. أفرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Es geht hier um das Gebet, die Leute, die das Gebet vernachlässigen. Das ist eine große Angelegenheit. Und schaut mal jetzt, Allah Ta'ala beginnt das genau damit. ويل للمطففين, wehe ihnen. Und dann, was kommt jetzt? Der zweite Punkt, mit dem Allah Ta'ala uns davor warnen möchte. Glauben jene nicht, dass sie auferweckt werden? Allahu Akbar. Allah Ta'ala, er verbindet dies mit dem Tag der Auferstehung, wo der Mensch zur Rechenschaft gezogen wird. Für jede Kleinigkeit. Wie ist es dann erst mit den großen Dingen? Und deswegen wird überliefert von einem der Tabi'in, dass er zu einem umayyadischen Kalifen ging. Und er sagt, guck mal, Allah Ta'ala, er sagt, waidun lil mutaffifin. Und hier geht es nur um Kleinigkeiten. Wie ist es dann erst mit dir, der das ganze Vermögen der Menschen an sich nimmt? Das muss man sich mal vorstellen. Wie werden die Menschen vor Allah stehen, welche ein ganzes Land ausrauben, um sich und ihre Familie zu bereichern? Das muss man sich jetzt vorstellen. Wenn es hier um Kleinigkeiten geht und Allah Ta'ala so etwas Hartes androht, solch eine harte, ja, Vergeltung androht. Wie ist es denn erst mit Menschen, die ein ganzes Volk aussaugen? Wie ist es denn erst mit Menschen, welche nur vom Betrug leben, von nichts anderem? Was hätte dann Allah gerade dann für ein Wort gewählt? Ich meine, wenn hier Whale benutzt wird, bei ein bisschen Schummel, vielleicht ein paar Cent, ein paar Euro,
Wie ist es denn erst, wenn du Millionen Euro an dich reißt, die dir nicht zustehen? Was hätte denn dann für ein Wort dastehen müssen? Ich weiß gar nicht, ob es noch eine Steigerung gibt für Whale. Und es gibt genügend Muslime, die leben nur von Betrug. Nur von Betrug. Ihr gesamtes Leben ist aufgebaut auf Betrug. Ihr gesamtes Einkommen besteht nur aus Betrug. Verkaufen Autos, verändern extra den Stand, ja, den Kilometerstand, damit sie mehr verdienen. Es gibt Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Ich habe mal eine Doku gesehen. Es gibt Leute, die spezialisieren sich darauf, den Kilometerstand von Autos zu verändern. Weil du da ein paar tausend Euro mehr verdienst. Stell dir mal vor, du verkaufst jeden Tag ein Auto mit verändertem Kilometerstand. Dann hast du tausendmal Whale. Jedes Mal, wenn du es machst, Whale und Leck. Wehe dir. Das ist keine einfache Angelegenheit. Und deswegen, der Muslim ist ehrlich. Der Muslim ist ehrlich. Als unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam einmal auf den Markt ging und er untersuchte die Ware, es war einfach nur Gemüse gewesen oder Obst. Und dann steckte er seine Hand in den Korb, merkte er, wie die Ware, die unten gewesen ist im Korb, feucht war, während die Ware, die oben war, trocken war. Und er fragte ihn in den Händen, Mahada, was ist das? Er meinte, ja, es ist nass geworden durch Regen oder... Er meinte, ja, warum hast du dann nicht die Ware so dargestellt, wie sie wirklich ist? Und er sagte dann seine berühmten Worte, sallallahu alaihi wa sallam, man rashana falaysa minna, Punkt. Wer uns betrügt, gehört nicht zu uns, Punkt. Das gehört nicht zum Weg der Mu'minun. Das gehört nicht zum Weg der Muttaqun. Das gehört nicht zum Weg der Muslimun. Das ist ein Weg von anderen Menschen, aber nicht unser Weg. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns im Koran auf, dass es Völker gab, welche unter anderem aufgrund des Betruges im Handel und in der Waage vernichtet wurden. Welches Volk ist das dann gewesen? Welches Volk, welches im Koran erwähnt wird und über das Allah Ta'ala im Koran berichtet, wird aufgrund des Betruges in der Ware, in der Waage, beim Verkauf vernichtet. Was Allah Ta'ala mehrmals in Bezug oder im Kontext dieser Geschichte erwähnt hat. Welches Volk war das denn? Weiß es jemand? Nein, nicht Nuh. Schwaib. Barakallahu fik. Auful keila iza kiltum wazinu bin qistasil mustaqim. Surat al-Isra. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Surat al-Rahman. Immer wieder, ha? Betrügt nicht beim Abwiegen. Kurz gefasst. وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. Und oh mein Volk, أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, seid gerecht, wenn ihr abmisst oder abwiegt. وَلَا تَبَخَسُ النَّاسِ أَشْيَاءَهُمْ. Und nehmt nicht von den Menschen ihr Recht. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Und geht nicht auf der Erde mit Unheil herum. Und verstiftet sozusagen Unheil und stiftet Unheil auf der Erde. Ein Volk wird vernichtet aufgrund des Betruges. Und demnach ist es keine Kleinigkeit, was wir hier haben. Sondern es geht noch weiter. Allah Ta'ala, er warnt uns noch mehr. Li yawmin azim, zu einem gewaltigen Tag, ein extra Vers. Sie werden auferstehen an einem gewaltigen Tag. Und jetzt steigert Allah Ta'ala noch einmal diese Warnung, indem er sagt, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, am Tag, der die Menschen sich um das Herrn der Weltenbewohner willen aufstellen werden. Also, du wirst nicht zu irgendjemandem auferstehen, sondern du wirst vor dem Herrn der Welten stehen und er wird dich befragen. Das ist der erste Abschnitt der Sura. Und jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Der zweite Abschnitt der Sura beschäftigt sich jetzt mit Menschen, welche die Wahrheit verleugnet haben. Und ich finde das sehr interessant, diesen Übergang.
So als würde Allah subhanahu wa ta'ala uns hier etwas zeigen wollen. Und genau dies wird auch in dieser Sura angesprochen. Wir haben darüber vor 2 oder 3 Wochen gesprochen, im Kontext mit einem anderen Thema, als wir nämlich über die Herzen gesprochen haben. Und die Auswirkung der Sünden auf die Herzen. Allah subhanahu wa ta'ala, er geht jetzt über plötzlich zu den Glaubensverweigerern, obwohl er erst einmal die Muslime angesprochen hat, welche im Handel betrügen und schummeln, um aufzuzeigen, die Sünde, auch wenn sie klein sein mag, kann, wenn ich sie dauerhaft und kontinuierlich vollziehe, zum Unglauben führen. Muss nicht, aber kann. Und ist eigentlich eine Eigenschaft der Menschen, die nicht an Allah glauben. Und nicht eine Eigenschaft der Menschen, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Und jetzt kommt der nächste Abschnitt. Kalla. Eine Überleitung. Inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Keineswegs. Das Buch der Sittenlosen ist wahrlich in Sijjin. Und jetzt eine Frage, eine rhetorische. Wa ma adraka ma sijjin. Und was lässt dich wissen, was Sijjin ist? Kitabun marqum. Es ist ein Buch mit festen Eintragungen. Das ist jetzt noch nicht der gesamte zweite Abschnitt. Aber wir bleiben erstmal bei diesen Versen stehen. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht jetzt über was? Über die Bücher derjenigen, welche vom Wege Allahs abgekommen sind. Und er zeigt uns auf, dass sich ihre Bücher in Sijjin befinden. Was heißt denn Sijjin? Von was lässt sich denn das Wort Sijjin ableiten? Das ist ein arabisches Wort. Manche Gelehrte haben gesagt, dieses Wort sei nicht arabisch. Aber viele der Mufassirun, der Koran-Exegeten, sagen, nein, es ist ein arabisches Wort, was sich auf eine arabische Wurzel zurückführen lässt. Sijjin, genau, Sijjin. Was ist ein Sijjin? Ein Knast, ein Gefängnis, richtig. Und Sijjin ist die Steigerung. Es ist genauso, wie wenn ich sage, jemand ist sozusagen Dal, es ist Irrgang, dann sage ich Dalil. Insan Dalil. Der ist sozusagen noch eine Steigerung, diese Steigerungsform von Sijjin. Dalil. Und deswegen auch Sijjin, Sijjin. Die Steigerungsform. Also ein Gefängnis, wodurch, was macht denn ein Gefängnis aus? Was verspürt man denn in einem Gefängnis? Man verspürt in einem Gefängnis eine Enge, oder? Und genau das ist es, was Allah subhanahu wa ta'ala damit auch zum Ausdruck bringt, nämlich, dass es ihr Buch oder sie selbst, da gibt es Meinungsverschiedenheiten, ihr Buch oder sie selbst sich dann an einem Ort befinden, der sehr eng ist. Ein Ort, an dem man nicht gerne ist. Ein Ort, an dem man gefangen ist. Und deswegen sagen die Gelehrten, Sijjin, Al-Diq, Wal-Habs. Du bist gefangen, du willst eigentlich dort gar nicht sein. Und gleichzeitig fühlst du dich eingeengt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, dass das Buch der Fujjar, der Sittenlosen, und er sagt nicht der Kuffar, sagt der Fujjar, der Sittenlosen, und das ist auch nochmal dieser Übergang von dem Mutaffifin zu jetzt den Glaubensverweigerern, dass sich das Buch der Sittenlosen wo befindet? An einem engen Ort mit dem Namen Sijjin. Und dann wird nochmal gefragt, was ist denn dieser Ort Sijjin? Und dann heißt es plötzlich Kitabun Marqum. Es geht jetzt wieder zurück auf was? Auf dieses Buch. Es handelt sich um ein Buch mit festen Eintragungen. Was heißt denn das mit festen Eintragungen? Es bedeutet, dass dort alles festgehalten ist. Niedergeschrieben ist. Wie in einem Register. Ka'annahu muraqqam. Wie in einem Register, so wo alles, Nummer für Nummer. Bis ins kleinste Detail. In einem Register, auf Arabisch Sijil, ja, ist alles ganz genau aufgelistet, oder? Bis ins kleinste Detail kannst du alles nachprüfen. Und genauso auch in diesem Buch
Kannst du alles nachprüfen, da steht alles drin über dich. Nichts ist ausgelassen. Und Ar-Raqm ist im Arabischen, in der ursprünglichen Bedeutung, auch eine Abbildung. Und deswegen heißt es ja in dieser Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Bäder spricht, oder als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal nach Hause kam, da war eine, hat Aisha radiallahu anha einen Vorhang angebracht mit einem Raqm. Und was ist ein Raqm? Eine Abbildung, Sura. Und man könnte es auch so verstehen, als würde man in diesem Buch die Dinge sogar bildlich sehen. Also es ist alles ganz genau angeordnet und man kann es sogar, was? Bildlich sehen, so als wäre es eine Art Video, was vor dir abgespielt wird. Alles ist aufgelistet. Und umso mehr da drin steht an schlechten Taten und an sittenlosen Taten, desto enger wird dieser Ort. Und umso weniger, desto mehr Platz hast du. Und jetzt spricht Allah subhanahu wa ta'ala über die Verleugner. Und er sagt, وَيْلٌ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Wehe an jenem Tag den Leugnern. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Die den Tag des Gerichts für Lüge erklären. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Und nur derjenige erklärt ihm für Lüge, der Übertretungen begeht und ein Sünder ist. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, sagt er, es sind Fabeln der Früheren. Und hier nochmal dieser Übergang. Erstmal der Tatfif, so eine kleine Sünde. Dann kommen die Sittenlosen, ja, welche noch mehr Sünden begehen. Und jetzt kommt plötzlich noch eine Steigerung, die Mukezzibin. So als würde Allah Ta'ala uns aufzeigen wollen, schaut mal, eine Sünde führt zu einer größeren. Und die größere Sünde kann sogar dazu führen, dass du irgendwann einmal zu einem Mukezzib wirst. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ. Al-Mu'tadi. Was ist ein Mu'tadi? Jemand, der Übertretungen hat. Nur der verleugnet. Sein Herz wird abgestempelt. Verschlossen für die Wahrheit. Er ist nicht mehr bereit, irgendetwas zu erkennen. Athim. Und ein Sünder, der immer wieder Sünden begeht. Allah Ta'ala, er will uns warnen und sagen, Leute, passt auf, achtet darauf, was ihr tut. Weil all eure Taten hinterlassen Spuren. Und genau das zeigt jetzt Allah subhanahu wa ta'ala im nächsten Vers auf. Den Vers, den wir schon vor 3 Wochen erwähnt hatten, als wir über die Herzen sprachen. Kalla bal, das gehört alles noch zum zweiten Abschnitt. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Keineswegs, vielmehr hat sich das, was sie zu erwerben pflegten, über ihren Herzen angesetzt. Allahu Akbar, was für ein Übergang. Was für eine Erklärung. Allah zeigt uns auf, deine Sünden hinterlassen Spuren. Und ich erinnere noch einmal an diesen schönen Hadith, in dem unser Prophet sallallahu alaihi wasallam dies sehr genau beschreibt. Indem er nämlich sagt, sallallahu alaihi wasallam, innal abd idha aznaba dhanba, wenn ein Diener Gottes eine Sünde begeht, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, wird auf seinem Herzen ein schwarzer Punkt abgebildet. فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرْ. Sollte er bereuen und davon ablassen und um Vergebung bitten, سُقِلَ قَلْبُهُ, wird sein Herz poliert. وَإِنْ عَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلِفَ قَلْبَهُ. Und sollte er weitermachen oder noch einmal die Sünde begehen, wird dieser Fleck größer, bis er sein Herz umhüllt. فَذَلِكَ الرَّانِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ. Und genau dies ist dieser Rost, den Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat. Also nachdem Allah ta'ala jetzt diese 3 Phasen aufzeigt, kleine Sünde, dann Sittenlosigkeit und dann die letzte Phase ist, dass ich zu einem Verleugner werde, zeigt jetzt Allah ta'ala auf, warum das so ist. Weil das Herz, was in deinem Herzen ist und welches sehr empfindlich ist, so empfindlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass
unsere Herzen empfindlicher sind und sich schneller bewegen als ein Topf, in dem Wasser zum Kochen gebracht wird. Wasser im Topf, was sich bewegt. Oder sie sind so empfindlich, und das sind alles Überlieferungen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie eine Feder in einer Wüste, welche vom Wind immer wieder hin und her getragen wird und sozusagen immer wieder gedreht wird. So sind unsere Herzen. Und genau das wird hier bestätigt. Achte auf dein Herz und achte auf deine Taten, weil all deine Taten, die du tust, haben Auswirkungen auf dein Herz. Und dann sagt Allah Ta'ala, was die Folge dessen ist. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Keineswegs, sie werden von ihrem Herrn an jenem Tag bestimmt abgeschirmt sein. Thumma innahum lasalul jahim. Hierauf werden sie bestimmt dem Höllenbrand ausgesetzt sein. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun. Hierauf wird gesagt werden, das ist das, was ihr für Lüge zu erklären pflegtet. Wenn dein Herz abgeschirmt ist in der Dunya von Allah, dann wird dein Blick am jüngsten Tag abgeschirmt sein von seinem Herrn. Wer in der Dunya mit seinem Herzen nicht sehen konnte, wird im Akhirah seinen Herrn und Schöpfer mit seinem Blick nicht sehen können. Und wer in der Dunya mit seinem Herzen Allah Ta'ala erfahren hat, der wird am jüngsten Tag Allah Ta'ala mit seinem Blick erblicken können. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. An jenem Tag werden die Gesichter glänzen, zu ihrem Herrn aufschauend. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen in diesseits sehen lassen, sodass wir am jüngsten Tag unseren Schöpfer mit unseren Blicken sehen können, ohne ihn erfassen zu können. La tudrikuhu al-absar. Wir werden Allah niemals erfassen können. Ja, aber wir werden auf ihn schauen können, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und nach all dem kommt jetzt der dritte Abschnitt. Ein Abschnitt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala uns wiederum Hoffnung macht. Wie es immer wieder getan wird im Koran. Entweder beginnt Allah ta'ala mit dem Muttaqin und dann geht er über zu denjenigen, die verleugnen und sich abwenden. Oder Allah ta'ala macht es umgekehrt, je nach Kontext. Und Allah Ta'ala, er spricht jetzt über die Abrar, über die Frommen. Und zwar mit folgenden Worten. Dieselbe Einleitung wie bei dem Fujjar. Kalla inna kitab al-abrari lafi illiyin. Keineswegs, das Buch der Frommen ist wahrlich in illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Und was lässt dich wissen, was illiyun ist? Kitabun marqum, es ist ein Buch mit festen Eintragungen. Was heißt Illiyun? Was ist die Bedeutung von Illiyun? Etwas Hohes. Manche Gelehrte sagen, es ist eine Wortneuschöpfung, weil es dieses Wort vorher so in der arabischen Poesie nicht gegeben hat. Aber es ist in jedem Fall ein arabisches Wort und kommt wahrscheinlich von dem Wort Illi. Und ist der Plural, der maskuline Plural von Illi. Das heißt Illiyun. Also ein Ort, der sehr, sehr hoch liegt. Die höchste Stelle überhaupt. Das Buch der Frommen und Rechtschaffenen befindet sich am höchsten Ort überhaupt. In der Nähe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und was impliziert die Höhe? Die Höhe impliziert erst einmal Weite. Weil wenn ich einen Vogel sehe, dann sage ich immer, ich will auch so frei sein wie dieser Vogel, oder? Stellt euch mal vor, jemand, der im Gefängnis ist und einen Vogel sieht, der wünscht sich in diesem Moment, ach, wäre ich doch auch ein Vogel.
damit ich einfach hinausfliegen könnte. Und manchmal wünscht man sich doch, ein Vogel zu sein, oder? Ich kann mich erinnern, ich war diesmal in Mekka gewesen, habe ich so ein paar Vögel gesehen, habe ich gedacht, subhanallah, manchmal wünscht man sich, ein Vogel im Haram zu sein. Weil man einfach so immer rumfliegen kann, immer Tawaf machen kann über die Kaaba. Ja? Manchmal wünscht man sich, ein Vogel im Haram zu sein. Und deswegen, Illiyun, du hast erst einmal auf Freiheit hin. Wo du frei bist, wo du machen kannst, was du möchtest. Ein Ort der Weite, und Weite deutet auf was hin? Auf Barmherzigkeit. Dass Allah ta'ala über deine Sünden und deine Fehler hinwegsieht. Aber die Enge im Gefängnis deutet darauf hin, dass die Wächter sehr, sehr streng sind. Aber da in diesem hohen Ort wird es einen Barmherzigen geben, der über all deine Sünden hinwegsehen wird. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala über das Buch der Frommen spricht, sagt er noch etwas anderes. Wer bezeugt dieses Buch? Wer ist an deiner Seite? Es heißt, es wird Leute geben, die das auch noch bezeugen werden. Geschöpfe Allahs. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ In das die Allah nahegestellten Einsicht nehmen. Und wer sind denn die Allah nahegestellten? Wer sind denn die Allah nahegestellten? Die Engel. Erst einmal. Al-Muqarrabun sind die Engel. Aber es könnte natürlich sein, dass Allah Ta'ala am jüngsten Tag extra allen Menschen zeigen wird, was du für ein toller Mensch gewesen bist. Sodass es alle mitbekommen. Oh, guck mal, Masha'Allah, was für ein Vorbild. Das hätten wir gar nicht gedacht, dass der diese hohe Stellung einnimmt. Oh, wir wussten gar nicht, dass er so viel in der Nacht betet. Das hat er alles geheim gehalten. Wir wussten gar nicht, dass er, Masha'Allah, so viel gespendet hat. Allahu Akbar, ich wusste gar nicht, dass diese Schwester diese hohe Stufe erlangt hat, weil sie so gut zu ihren Eltern gewesen ist. Sie hat sich um ihre Eltern bis ins hohe Alter gekümmert, hat nie die Geduld verloren. Alles Dinge, von denen wir gar nichts wussten. Allahu Akbar, ich wusste gar nicht, dass es sich bei dieser Person um eine Person handelt, die immer wieder auch sich selbst überprüft und auch immer wieder am Abend ihr Herz reinigt und deswegen am jüngsten Tag diese hohe Stufe erreichen wird. Seid euch sicher. Diejenigen, die Allah nahestehen, die Engel in erster Linie, aber vielleicht auch am jüngsten Tag, die anderen, die Allah nahegestanden haben, die werden dann sehen, was du für ein Mensch gewesen bist, wenn du zu den Abrar gehören solltest. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ, eine Auszeichnung für dich. Und jetzt geht es weiter. Allah Ta'ala, er spricht jetzt über den Na'im, auf den wir jetzt kurz eingehen werden. Wir werden uns aber auf einen Vers etwas mehr konzentrieren. Es geht ja nur, wie gesagt, um den Aufbau der Sura und die Thematik. Wir können nicht in jeden Vers ausführlich behandeln. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Auf überdachten Liegen gelehnt und blicken um sich. Jetzt komme ich hier durcheinander. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ. Du erkennst in ihren Gesichtern das Strahlen der Wonne. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ. Ihnen wird von versiegeltem Nektar zu trinken gegeben. خِتَامُهُ مِسْك. Dessen Siegel Moschus ist. Erst einmal bis hierhin. Dessen Siegel Moschus ist. Das heißt, alles, was sie bekommen, wird immer nur noch besser. Du trinkst von diesem Nektar, aber das Beste kommt noch. Weil der Abschluss ist Moschus. Also mit anderen Worten, egal was du im Paradies anfassen wirst, es wird immer schöner und immer besser. Du denkst, das ist schon das Höchste der Gefühle. Du denkst, das ist das Beste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und dann wird das noch einmal übertroffen. Sodass du von einer Wonne in die nächste gelangst. Und dass du von einem Na'im in den nächsten Na'im gelangst. Und das nie ändern wird, sondern es immer so weitergehen wird. Ich meine, es ist ja häufig so, wenn man was Schönes trinkt, beim ersten Mal sagt man, oh, wie lecker. Und dann irgendwann mal gewöhnt man sich daran, oder? Kennt ihr das? So was richtig Leckeres, dann irgendwann mal wird es halt zur Gewohnheit. Es ist eher nur, wenn man dann eine ganz lange Pause macht und das wieder dann trinkt, dann merkt man, oh, ja, wirklich, das ist dieser tolle Geschmack, den ich mir. Aber irgendwann, wie gesagt, verspürt man nicht mehr dieses erste Mal, wo man das Gefühl hatte, Masha'Allah, es war so prickelnd auf der Zunge gewesen, hat so lecker geschmeckt, so geschmacksvoll. Aber subhanallah, im Paradies
wird es jedes Mal eine Steigerung geben. Und am Ende, und ihr Abschluss ist was? Der Moschus. Und was sagt jetzt Allah Ta'ala? Das ist das Wichtige. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Und darum sollen die Wettbewerber wettkämpfen. Was für eine wichtige Aufforderung. Es ist ein Wettbewerb. Es ist wirklich ein Wettbewerb. Genauso wie du in der Schule gerne der Beste oder die Beste deiner Klasse sein möchtest. Ja, vielleicht sogar die Schulbeste. Es ist ein Wettbewerb. Willst du doch auch im Paradies die höchste Stufe erreichen. Und warum nicht? Streng dich an. Streng dich an, gib die Mühe. Alles ist offen. Solange du noch in dieser Dunya bist, ist alles offen. Vielleicht gibt es unter uns einen Abu Bakr dieser Zeit. Es ist schwierig, den Abu Bakr von damals zu übertreffen. Er ist der Siddiqul Ummah, kann man nicht mehr übertreffen. Aber vielleicht gibt es unter uns, die hier sitzen, einen Abu Bakr, eine Khadija. Wer weiß, eine Asia, eine Maryam, ein Bilal. Warum nicht? Es ist alles möglich. Ich weiß, es ist schwieriger geworden. Deswegen sagt Allah Ta'ala über die Muqarrabin oder die As-Sabiqun, ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْأَخِرِينَ. Ja, eine große Menge von den Ersten und eine kleine von den Späteren. Aber vielleicht, warum nicht? Gib dir Mühe. Es ist nicht ausgeschlossen. Alles ist offen, solange du noch auf dieser Welt bist. Kannst du theoretisch die höchsten Stufen erreichen. Jeder von uns. Ohne Ausnahme. Egal wie klug du bist. Egal wie du aussiehst. Bei Allah sind alle Chancen offen. Guck mal, in der Dunya ist immer irgendwas gebunden. Du kannst kein Model werden, wenn du nicht besonders toll aussiehst. Wenn du nur 1,50 Meter groß bist, wird es schwierig, ein Model zu werden. Kannst du ja versuchen, aber wird schwierig. Ja? Wenn du nicht einen besonders hohen IQ hast, wird es wahrscheinlich schwierig, Professor an der Universität zu werden oder zu einem Intellektuellen. Aber das Schöne ist, bei Allah kannst du alles erreichen. Alles. Weil jeder kann sein Herz reinigen. Jeder hat die Möglichkeit dazu. Jeder kann Sabr haben. Jeder kann ehrlich sein. Jeder kann wahrhaftig sein. Und dementsprechend bei Allah, in unserer Beziehung zu Allah, haben wir alle die gleichen Voraussetzungen. Und es kann sogar sein, dass jemand vielleicht erst sehr spät zu Allah findet, aber es schafft, diese Zeit wieder auszugleichen. Es ist möglich. Schau mal, was Allah Ta'ala sagt. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ. Allah Ta'ala wird von manchen Menschen, die große Sünden begangen haben, Zina, Mord, Allah wird all ihre Sünden in Hasanat umtauschen, wenn sie besonders aufrichtig gewesen sind. Kann sein. Alles ist offen. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, وَالسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ. Und wetteifert, strengt euch an, seid schnell. Hä? Im was? Zu der Vergebung eures Herrn. وَجَنَّ und einem Paradiesgarten. عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. So weit wie die Himmel und die Erde. Deswegen lasst uns anstrengen. Lasst uns Mühe geben. Das ist ein Wettkampf um die höchsten Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt geht es weiter mit der Beschreibung des Paradieses. Worauf ich noch, was ich noch interessant finde, ist, dass Allah ta'ala sagt, يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ. Da heißt es, ja, ihnen wird von versiegeltem Nektar zu trinken gegeben. Ihnen wird gegeben. Das heißt, du hast sogar im Paradies Leute, die dich bedienen werden. Ja? Du musst nicht mal selbst trinken. Du sagst einfach jemanden, oder du brauchst nichts mal zu sagen. Du brauchst einfach nur zu denken, ich möchte was trinken, und dann kommt irgendein Rilman, irgendein Jüngling, ja, und bringt dir plötzlich den Becher mit dem Wein, der dich nicht betrunken lassen wird, aber wo du dieses Gefühl haben wirst, dass es dir besser geht. Und plötzlich, ja, hast du dieses Getränk bei dir und du wirst trinken, ohne etwas dafür getan zu haben. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa mizajuhu min tasnim. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, insha'Allah ta'ala. Und dessen Beimischung Tasnim ist, und Tasnim ist eine ebenfalls hohe Stätte, wahrscheinlich handelt es sich um eine extra Quelle im Paradies. Einen yashrabu biha al-muqarrabun, aus einer Quelle, aus der die Allah Nahestehenden trinken. Und jetzt kommt der vierte Abschnitt.
wo wir gesagt haben, dass es sich hierbei wahrscheinlich um einen Abschnitt handelt, der in Mekka offenbart wurde. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. Gewiss diejenigen, die Übeltaten begingen, pflegten über diejenigen zu lachen, die glauben. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Und wenn sie an ihnen vorbeikamen, einander zuzwinkern. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Und wenn sie zu ihren Angehörigen zurückkehrten, kehrten sie zurück, indem sie es sich wohl sein ließen. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Und wenn sie sie sahen, sagten sie, diese gehen für wahr in die Irre. Und jetzt sagt Allah Ta'ala und antwortet auf sie, وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Dabei waren sie doch nicht als Hüter über sie gesandt worden. Also, sie sind doch überhaupt nicht verantwortlich für sie. Lass sie doch glauben, wenn sie glauben wollen. Und jetzt kommt was? فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Heute aber lachen diejenigen, die glauben, über die Ungläubigen. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Auf überdachten Liegen gelehnt und blicken um sich. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Sind die Ungläubigen nicht doch belohnt worden für das, was sie zu tun pflegten? Und das ist das Ende der Sura. Gut. Was hat jetzt dieser Abschnitt eigentlich mit dem Rest der Sura zu tun? Diese Frage muss man sich stellen. Erst einmal, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier über einige von den Quraysh, welche sich lustig gemacht haben über die Schwachen unter den Muslimen und welche sie unterdrückt haben und verspottet haben. Und Allah ta'ala, er zeigt auf, dass am jüngsten Tag diejenigen, die verspottet wurden in der Dunya, sich lustig machen werden über diejenigen, die sie verspottet haben. Und er spricht hier im letzten Vers über Hal thuwiba al-kuffar. Sind die Ungläubigen nicht doch belohnt worden für das, was sie zu tun pflegten? Das Wort thuwib kommt von thawab. Und thawab bedeutet das, was auf dich zurückfallen wird. Das, was auf dich sozusagen zurückkommen wird. Wenn du eine gute Tat getan hast, dann wird etwas Gutes zurückkommen. Hast du eine schlechte Tat getan, dann wird etwas Schlechtes zurückkommen. Kema tadinu tudan. Genauso wie du etwas getan hast, wirst du es zurückbekommen. Wenn du dich verschuldet hast, wirst du es auch zurückhalten. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Ist nicht die Vergeltung für das Gute auch das Gute? Immer wieder. Das, was du an Gutem tust, wirst du zurückbekommen. Und das, was du an Schlechtem tust, wirst du zurückbekommen. Was hat das jetzt mit dem Rest der Sura zu tun? Warum hat das Allah Ta'ala genau an dieser Stelle erwähnt? Wallahu alam, ich habe mir ein bisschen darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, dass Allah Ta'ala hier noch einmal zum Anfang des Sura zurückkehrt. Um uns aufzuzeigen, wenn du einem Menschen Unrecht tust, indem du ihn betrügst, schummelst, du betrügst ihn und glaubst, ah, Alhamdulillah, ich habe jetzt ein bisschen mehr als mir zusteht, dann sei dir sicher, am jüngsten Tag wird sich derjenige, der betrogen wurde durch dich, darüber freuen. Weil er nämlich Hasanat bekommen wird für das Recht, was du von ihm in der Dunya genommen hast. Also wer wird zuletzt lachen? Zuletzt lachen wird derjenige, der um sein Recht beraubt wurde. Und das muss ich mir immer wieder vor Augen halten. Egal was ich tue, ich werde das irgendwann einmal zurückzahlen müssen. Egal wie viel ich genommen habe, ich werde das um ein Vielfaches demjenigen zurückgeben müssen, von dem ich es genommen habe. Und demnach denke immer darüber nach, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass wenn du jemanden betrügst oder von ihm sein Recht nimmst, du von ihm Geld leist, es ihm aber nicht zurückgibst, dass der Tag kommen wird, wo du all dies zurückzahlen musst, nur in einer anderen Währung. Und diese Währung heißt Hasanat. Und hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und damit schließen wir ab, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min malihi aw irdihi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dirham ولا دينار فيأخذ هذا من حسناته
وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Wer von euch in irgendeiner Weise seinem Bruder Unrecht getan hat, in Bezug auf sein Vermögen oder in Bezug auf seine Würde, so soll er dies noch im Diesseits wieder gut machen, bevor es weder Gold noch Silbermünzen geben wird. Und dann wird derjenige von seinen Hasanat nehmen und derjenige von seinen Hasanat nehmen. Und sollten seine Hasanat aufgebraucht sein und es immer noch Menschen geben, welche ein Recht offen haben, werden ihre Sayyiat genommen, auf ihn getan und dann wird er samt der Sayyiat in die Hölle geworfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Amin ya Rabbil Alamin. Ich danke euch, meine lieben Geschwister im Islam, für eure Aufmerksamkeit. Barakallahu fikum.